Das sind alles zum Beispiel, wenn Sie an den Karfreitagsgottesdienst denken, ja, wo wir die sogenannten Kuperien, das ist letztendlich Prophetentag, ja, wo dem Gekreuzigten die Prophetenworte in den Mund gelegt werden: Mein Volk, was habe ich dir getan? Antworte mir. Habe ich dich nicht aus Ägypten herausgegeben? Alles diese an dir, habe ich nicht die Schöpfung ins Werk gesetzt? Habe ich nicht dieses gemacht, jenes gemacht? Ja? Das sind immer, das ist immer prophetische Rückführung auf den Anfang. Ja? Und der Anfang soll immer diese Initialzündung sein für das, wie wir jetzt leben sollen. Woraus wir leben können. Ja? Also immer diese, wir haben das ja mal gesehen, der mitlaufende Anfang. Das ist das, was in principio heißt. Ja? Mitlaufender Anfang. Also nicht, da war mal was, ach ja, müssen wir ja nur die alten Videos rauskramen, gucken, was war denn da am Anfang oder sowas, sondern der Anfang ist eben immer präsent, deshalb jede Woche Sonntag, jede Woche Sabbat, der Samstag, ja. Das ist mitlaufender Anfang, damit wir nie aus dieser Erinnerungsgeschehen und Erinnerungskontext, der immer Gegenwart ist, also da fällt immer alles zusammen, ja. Gerade etwa am Sonntag, erster Tag der Woche. Also die Erschaffung des Lichtes, der Anfang der Welt. Jetzt ist es Gegenwart für uns. Wir dürfen das sozusagen in der Gegenwart wiederholen. Es wird dann Wirklichkeit. Aber zugleich hier kommt die Zukunft auch schon in diesen Tag hinein, was das Neue Testament heißt, am achten Tag. Ja? Der achte Tag ist natürlich wieder der erste Tag, weil es sich wiederholt, aber es ist zugleich auch das Neue. Also schon die Zukunft. Weil das, was wir am ersten Wochentag an der Auferstehung erfahren, ist ein Stück Zukunft, die in die Gegenwart einbricht. Und die Vergangenheit holt uns auch ein. Also vom Zeitverständnis her schon sehr verschränkt. Und die Propheten stehen im Grunde genommen immer mit ihrer Botschaft, die sie nie im eigenen Namen ausrichten, stehen sie immer genau auf dieser Klippe. Ob sie wollen oder nicht. Der Jesaja-Typ ist ja bei anderen, der will ja. Wen sollen wir senden? Ja? Ja, kommen wir hier so. Hier, nicht! Ich will, ich kann, ja, oder so. Traue mir das zu. Gibt es auch. Der hat auch seine Krisen dann, ja. Aber zunächst will der mal. Jeremia guckt sich eher weg und sagt, oh, hast du nicht einen anderen? Irgendwie, ich kann nicht so, ja. Und der Jesaja wirft sich in die Brust und schreit hier. Das würde ich eher als Aufhänger bezeichnen, ja. Natürlich, vollkommen klar, ja, klar. Also das ist auch ein wichtiges Zeichen, dass offenbar zu einem Berufungsgeschehen auch eine realistische Selbsteinschätzung gehört, ja. Ja. Natürlich, und nein, und eine Selbsteinschätzung, die daran Maß nimmt, wenn ich der Gegenwart und der Heiligkeit Gottes begegnet bin, wie das bei Jesaja der Fall ist. Ja? Also sozusagen, wenn ich in dieses Licht gestellt bin, sehe ich erst meinen Schatten. Ja? Aus diesem Licht heraus. Und wenn ich da nicht immer vorweglaufe, sondern den annehme oder vielleicht sogar artikuliere, ja, dann komme ich vielleicht dazu zu sagen, ja, dann kannst du mich schicken. Brauchen Sie eine Pause oder geht's noch?